Versuchen möchte. Ja, ich versuche das mal. Hier ruft die 13 Kilo Tango, Achtung, Station, Achtung, Stehwelle. Kannst du mich kopieren? Ja, kommst du sauber rüber? Santiago 7 und ein Radio 3 bis 4. Ich muss jetzt mal genauer rein. Wenn ihr Santiago 7 macht, und einer Tango, oder was war das jetzt? Das war ein Santiago 7 und ein Radio 4 bis 5. Ja, und Schleier kann ich dir auch geben, ja. Eine Go, eine Mail, eine Täter, weiter rein. Ja, hier hat es Stefan Stehwelle, QTH ist hier Feser, der mit V. Das ist so südlich von Lettmaße, Iserlohn. Ja, alles klar, Stefan, habe ich hier verloren. Ja, okay, alles klar, dann gibt es die Kartell wieder frei, geklappt. Und kann ich den Erdmuster deutlich kopieren und hoffe mal, klappt das von eurer Seite her gut. Ja, sollte eigentlich auch klappen. Bin hier auf wie viel Meter Höhe? Ach, das habe ich mir aufgeschrieben. 404 Meter, sowas. Ja, klappt gut. Na, wie gesagt, gut wahrscheinlich. Okay, ich gebe die Frequenz dann wieder frei. Ich muss für die anderen Stationen, die ich dann vielleicht auch noch versuchen möchte, zu hören. Alles klar. Ich würde sagen, dann einfach nichts anderes. Jo, bis dahin, ciao. Ja, ich stehe da, Dortmund Mitte, Nord, Albatros, Delta, Oscar 1. Irgendwann müssen sie ja mal wieder spielen, wenn alles vorbei ist. Ja, hier Albatros, Delta, Oscar 1. Ja. Albatros, Delta, Oscar 01 war das. Du machst hier in Peserde ein Santiago 8 und ein Radio 5. Standort ist hier Peserde, südlich von Iserlohn-Lettmaße. Dankeschön für das Statement. Freut mich natürlich. Ist eigentlich meine Kehrseite. Na, kommt schön rüber. Verständlich, alles gut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, dann Glück auf, ne? Schönen Gruß nach Dortmund. Ja, ich bin mal gespannt, wann die mal wieder den Ball rollen lassen. Aber solange wie die Seuche in Deutschland ist, wird das wohl noch ein paar Monate dauern. Das hat in China 2 Monate gedauert. Ging Ende Januar los, als sie hier Neujahrsfeste hatten, die chinesischen, 24. Januar, und die sind so letzte Woche wieder hochgefahren. Ne? Also ja, 8 Wochen, ganze Rechnung. Ach du Scheiße.
Ja, ich wollte eigentlich Anfang Mai mit meiner Familie nach Mallorca. Das wurde mir untersagt. Ich bekomme das Geld zurück. Die Flüge werden nicht stattgegeben. Alles, was da bis Mai ist, kannst du überall einen Haken dran machen. Ich habe auch Termine gehabt, alles gecancelt. Das ärgert mich ungemein, weil dann ist mein Urlaub für dieses Jahr nichtig. Ja, höhere Gewalt, was willst du machen, ne? Ich bin nur froh, dass ich keine Flüge gebucht habe. Ja gut, das Geld hat man wahrscheinlich wieder gekriegt, aber die ganze Lauferei und den Ärger, ne? Ja. Urlaub kann ich dir nicht sagen, wann ich den dieses Jahr mache. Ich warte erstmal ab. Ja, ich habe mit den Kollegen abgesprochen. Und das ist so eine Sache, wenn du dich eingetragen hast, dann stehen die dort, wo du jetzt eigentlich hin könntest, weißt du? So, und jetzt, da jetzt mein Urlaub ja nicht, sind die ganzen anderen, sag ich mal, Monate, die sind verplant. Und wir dürfen nicht zu zweit im Urlaub gehen, immer nur alleine, ne? Wir dürfen uns nicht überschneiden, das ist ja das Blöde. Mein Urlaub ist hin, den muss ich zu Hause machen und dann im Mai. Ich habe gedacht, ich könnte in der wärmeren Region. Ja, ich habe gebucht, schon im Dezember. Ja, aber das Geld kriegen wir anstandslos wieder überwiesen. Also das ist komplett, kriege ich das wieder, ohne irgendwelche Abzüge. Du weißt, ich sehe das so, der Urlaub, ne? Naja, hätte alles dann besser laufen können. Aber wenn ich da so weit und meine Family da heil durchkommt, dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Ja, so sehe ich das ja auch. Nur, ich habe keine Chance mehr auf Urlaub dann, ne? Weil alle anderen Monate sind durch die Kollegen besetzt. Weil ich habe mir ja den Mai ausgesucht, weil wir das jedes Jahr geflogen sind im Mai. Dann ist die Insel nicht so belaufen und dann hast du deine Ruhe. Ne? Und das wollen wir ja auch. Wir wollen uns ja erholen. Ja, und das ist natürlich dann nicht so schön, ne? Aber ja, nächstes Jahr kann ich auch nicht, weil Hausrenovierung ansteht. Ja, siehst du. Dann kenne ich 2 Jahre nie im Urlaub. Ja, wie sagt der Franzose, c'est la vie, da machst du gar nichts dran. Ja, da müssen wir durch, genau. Naja, auch wenn ich lernte, Deutschland jetzt ein bisschen näher zusammenzurücken. Wird Zeit, dass du das mal wieder lernen, ne? Ja, wie gesagt, werden wir mal sehen, wie sich die ganze Sache da entwickelt, ne? Ich denke mal, Hauptsache erstmal halt durch, ne? Und ja, bleibt nochmal alles abzuwarten, was da kommt. Also da kommt noch was auf uns zu. Das wird da noch ganz ordentlich im Getriebe krachen. Also ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, da bist du nicht alleine. Guck mal, die flippen ja jetzt schon aus. Am Anfang der Krise wurde ja gesagt, man sollte sich so mindestens einen kleinen Hausvorrat anlegen. Mindestens für 14 Tage. Jetzt ist es ja schon so, dass sie noch nicht einmal mit Klopapier mehr hinterherkommen, dass sie sich für Klopapier schon die Köpfe einschlagen. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt wird ja morgen wahrscheinlich der Arrest ausgesprochen, dass wir zu Hause bleiben müssen, nur noch bei dringendst auf der Straße, keine Versammlung, gar nichts mehr. Bin mal gespannt, was dann abgeht. Also wenn die schon für so einen Scheiß ausflippen, da werden sie da mit Messer und sowas hier im Norden. Du weißt ja, wo ich mich hier befinde, im Norden, ne, der Innenstadt. Du weißt ja, was ja da los ist. Dass sie da mit Messer und Macheten dann vor den Läden stehen, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich sag mal so, da auf schärfere Maßnahmen, da stelle ich mal schon mal ein. Und andererseits kann man auch sehen, in China, die haben das auch geschafft. Ich kenne da Leute, ne, die konnten immer noch einkaufen oder nach Kentucky Fried Chicken gehen oder sowas, ne? Die Versorgung war sichergestellt. Wenn das nicht mehr ist, dann brennen die Tonnen auf der Straße. Aber so weit wird es nicht kommen. Ja, ich hoffe es, ne? Für uns und für die Bevölkerung, ne? Dass hier Ruhe einkehrt. Also das müssen wir auch überstehen. Wenn wir die kleine Krise, klein ist sie jetzt nicht, ich meine, es gibt Schlimmeres, wie Krieg oder so. Aber wenn wir das nicht überstehen, ja, was dann noch? Nö, das werden wir überstehen, ne? Wie gesagt, Hauptsache Gesundheit durchkommen, aber alles Weitere wird man sehen, ne? Aber wie gesagt, schärfere Maßnahmen, also da bin ich ganz fest von überzeugt, dass das kommt.
von mir aus können Sie es heute schon machen, ne? Also, ich habe da nichts gegen. Und sobald es hilft für ältere Menschen und für kranke Menschen, ist das ja wichtig. Ja, ja, genau. Das ist ja das Thema. Du und ich, wir werden da wahrscheinlich heile durchkommen. Das sind halt die Älteren, die da geschützt werden müssen, ne? Ganz klar, ganz klar. Genau. So, ich gehe dann mal wieder im Hintergrund. Delta, Albatros Delta aus K1 meldet sich dann mal ab. Ich wünsche euch noch ein störenfreies QSO, die besten Zählchen. Lasst was und bleibt gesund. Alles klar, schönen Gruß nach Dortmund, ne? Bis dahin, tschüss und ja, bleibt gesund. Ja, schönen Gruß nach Iserlohn. Das schimpft sich Feser damit auf. Ja, das ist so laut, wie man das macht. Das ist echt schade. Komm, wir machen mal QSY. 27155. Thank you.
glaube es auch, aber ich muss trotzdem das Fahrzeug zwischendurch immer wieder anmachen, weil ich habe hier die 5890, du und bei 12,5 oder knapp 13 Volt, da bricht die dann im Seitenband zusammen. Da hängt ja noch eine andere Stromversorgung auch noch dran und die zieht dann ordentlich was durch. Also das deswegen. Alles klar, mach's gut. Vielleicht hören wir uns nochmal, wenn ich mal wieder auf dem Berg bin von zu Hause, passt das nicht. Da habe ich jede Menge Störungen und dann macht das keinen Sinn. Jo, zu dir, die 5573, hier am Ende der Georg der Käfer, Sauerland. Tschüss. Guten Abend, der Herr Käfer. Ja, du kannst ruhig du zu mir sagen. Guten Abend auch zu dir. Aber trotz Delta Oscar 1, der Thomas. Ah, okay, Thomas. Ja, bringst ja auch ein schönes Signal nach Arnsberg. Was war das? Santiago 6 oder 7 sogar. Radio 5. Ja, ich stehe da Dortmund Mitte. Okay, Dortmund Mitte. Okay, nee, wunderbar. Aber du wirst da gerufen. Ja, jetzt bin ich Maris, dann rufe ich nochmal den Käfer. Ach, Limaris, grüß dich. Leider nicht mehr gehört und doch wiedererkannt. Nee, nee, so sieht's aus bei mir. Und bei dir alles noch gesund? Okay, ja, danke für den Rapport. Da hatte noch eine Station gerufen. Ich breche jetzt einfach mal ab an der Stelle hier. Benares, einen schönen Abend noch und viel Spaß beim Hobby. Da war noch eine Station, Haltern am See. Kommst du mal bitte? Stefan, klappt wunderbar, das kann ich dir leider nicht zurückgeben, aber Santiago 2 war das, aber immer noch Radio 4 bis 5, weil hier oben, da hörst du die Vögel husten, keine Störung, kein gar nichts. Mikrofon erstmal wieder frei. Wer konnte den Stefan Haltern am See noch hören? Ich bin da erstmal im Hintergrund. Ja, dann machst du gut, 5573. Ja, hier ist Station Albatros Delta Oscar 1 in Thomas. Stopp und Mitte. Ja,
Ihr müsst das Vorverstärker mal ein bisschen zurücknehmen. War auch hier nicht so zu verstehen. Moment. Ich kann ihn gar nicht gut verstehen. Nein, das war übersteuert. Der musste am Mikrofon was zurücknehmen. So, hat man eine Station Impuls aus Menden. Ja, René, hast du ein bisschen zurückgenommen mit deinem Mic? Kehlkopfmikrofon? Nochmal die Station Impuls, hast du die Lisa aus Dortmund hören können? Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden hatte. Er hat das Mikrofon dann gewechselt. Vorher hatte er so ein Headset oder sowas dran von der Bundeswehr. Weiß nicht, ob das mit so einem Kehlkopfmikrofon war. Habe ich jetzt nicht genau verstanden. Ja, ja, er hat gewechselt. Das habe ich mitgekriegt. Er war dann ja auch verständlicher. So sieht's aus. Du hängst da irgendwie mit dem Mikro oder so dran. Du hörst es selber ja nicht, ne? Du hörst es selber nicht. Da sind wir wieder beim Thema Papagei. Also ich konnte ganz, ganz schlecht hören. So, ich habe jetzt die Station Impuls gehört, ging aber mit dem S-Wert volle Pulle runter. Da war dann zu viel runtergeregelt, ne? Also ein bisschen Modulation braucht ihr auf dem Seitenband, sonst wird man dich da nicht hören können. So, jetzt stehst du hier wieder mit einem Santiago 7. Nimm nochmal einen Tick zurück, bitte. Ja, es kommt ein bisschen nicht so schön rüber. Ich weiß nicht, was die Lisa da jetzt sagt. Lisa, jetzt müsstest du den René da wieder hören können. Ja, Impuls, René, weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, also Lisa sagt da, dass du da Verzerrung hast, ne? Und muss ich leider bestätigen, ist so.
So, das war eben die Lisa aus Dortmund, die das sagte, die mir nah ist. Und hier hast du den Stefan, die Stehwelle. QTH ist hier in Veserde mit V. Das ist südlich von Lettmarte. Jetzt habt ihr gedubelt. Da wurde jetzt leider gebügelt, da kamen jetzt zwei Stationen. Wiederhol nochmal bitte. Das war nicht Dieter, das war die Lisa. Die Nemat ist aus Dortmund West. Also da an dem Mikro musst du noch arbeiten, ne? Also das, ja, wie soll ich das beschreiben? Ne? Kommt nicht so sauber rüber, das Ganze. Ja, kann gut sein. Wie gesagt, das kommt ja nicht sauber rüber. Wenn du Glück hast, ne, dann nimmt der Didi da aus Dortmund uns auf. Und der Didi, der hat einen Kanal auf YouTube. Das ist der Didi mit Y, Didi, also Y am Ende, Didi Ritter. Wenn du nach dem suchst, nach dem Didi Ritter oder NRW-Runde, ne, dann kannst du vielleicht mal einen Mitschnitt finden und dann kannst du dich da selber mal hören. Ne, wie gesagt, Sport, Didi Ritter da, respektive NRW-Runde, da müsste man dann eigentlich was finden bei YouTube. Ne? Der macht so regelmäßig immer Mitschnitte. Ist dann immer ganz schön, man kann ein bisschen reflektieren und sich selber auch da hören. Ne? Wie gesagt, weil so labert man und man selber hört sich halt nicht. Wie gesagt, der macht das dann immer mit einem gewissen Zeitverzug, ne? Musst du da später abends mal gucken, dann wird so was drin sein. Ja, schönen Gruß nach Minden hier von Veserde. Wo stehst du denn, Cesaro? Meintest du jetzt hier Stehwelle? QTH-mäßig. Ja, hier ist Stefan Stehwelle. Ich stehe in Veserde, südlich von Lettmarte ist das, wenn du in Hangenhof fährst. Und da eben die Station in Pols-René, der war in Menden. Albatros, Delta Oscar 1, Dortmund, Stadtmitte. Ja, wir hatten ja schon miteinander gesprochen. QRX ist gehört. Ja, dann nehmen wir die X auf. So, da haben wir QRX. So, da habe ich jetzt Radio Hema verstanden, den Carsten. So, hier ist Stefan Stehwelle, Standort ist hier in Veserde, das ist hier südlich von Lettmarte. Du kommst hier rüber, also du kriegst die S9 an und ist auch ein Radio 5. Ja, südlich von der Marte, ne? Also das schimpft sich hier Veserde mit V. Ich stehe auf 404 Meter und habe hier so schöne Sicht nach Norden raus, ja, und so ein bisschen links rüber, da so ins Ruhrgebiet rein, ne? Glücklicherweise noch nichts gehört. Wir werden das alles abwarten müssen. Ja, da gehe ich auch mal fest von aus, dass da sowas in der Art kommt. Ne?
Das ist ja dann so, die werten zum Beispiel da die Daten von den Smartphones aus, sprich wo die Smartphones alle sind und so weiter, ne? Und da können die schon Rückschlüsse ziehen, ob die Leute da vermehrt zu Hause bleiben oder irgendwo rumtouren, ne? Wo sie nicht rumtouren sollen oder wo bestimmte Ansammlungen sind, Konzentration. Und ich habe auch genug Leute gesehen, Grüppchen hier, die rumlaufen mit Flasche Bier und so weiter. Also ich denke mal, da können wir uns dann auf was einstellen. Ne? Und ich bin auch richtig so. Sondern dass ich da mit meiner feuchten Aussprache da keine anderen Leute da zuzuste, ne? Bleibt alles abzuwarten und ich denke, dass jetzt ganz schön Kacken im Getriebe, da kommt was und wird auch noch 8 Wochen gehen, wir China. Ich habe Heimatgutjahr ist hier Lettmarte West, ne? Aber wie du auch schon sagtest, da das ist Tallage. Zu Hause, da habe ich gar nichts mehr aufgebaut, weil das bringt nicht. Ne? Du hast Störung geht da eigentlich noch, das ging. Aber da bin ich auch Antennen geschädigt, hatte eine Drahtantenne da unterm Dach war, aber das macht keinen Spaß. Es hat keinen Spaß gemacht. Wenn fahre ich hier raus, ne? Hier Standort, da bin ich in 10 Minuten und da kommt man dann auch raus. So, ich kann hier dienen mit einer DV27 lang auf Magnetfuß. Das ist ein dreiteiliger Alustrahler. Mit dem typischen DV27 Fuß, ne, mit der Flügelmutter. Und als Gerät habe ich hier eine President McKinley. Kollege auch zu hören. War das Nummer 3? Ja. Nummer auf dem Tippesberg, nee, nicht Tippesberg, da die Nacht, wie heißt der andere da nochmal? Der andere Berg, der hört sich ähnlich an. Ja, genau. Ja, Bello, wir hatten gerade schon unten auf 213 Romeo Foxtrot 717 hier, der Michael oder Schneemann. Ja, ich wollte eigentlich nur Werbung für dich machen und dich kundtun. Das war der Hauptgrund. Ja klar, warum nicht? Hattest du mit dem Fliegenfischer schon, ja, ne? Hallo, ja, Fliegenfischer, Peter, bitte.
Nun, dann schöne Grüße aus Felbert hier vom Fliegenfischer von Peter, ne? Also du machst hier Santiago 3 und Radio 3 bis 4. Jo, jo, funktioniert auf jeden Fall, ne? Auch wenn es nicht ganz zu laut ist. Peter? Ja, Robert, bitte. Ja, ich war jetzt 3 Minuten draußen, ISS einmal angucken. Kannst du mir die letzten 3 Minuten kurz zusammenfassen, auch und auch welche Station jetzt das gerade war? Ich habe ja schon geschrieben die ganze Zeit. Der Michael kann das besser. Ich war echt jetzt nicht wirklich so angespannt dabei, Robert. Boah, und ich habe so einen Namen Gedächtnis wie ein Sieb, ey. Der Bello aus, ich weiß nicht, wie der Berg heißt. Nicht Tippelsberg, sondern anders. Ich krieg da nicht auf der Kette. Ich hatte gerade am Anfang Schwierigkeiten mit dem Namen, jetzt habe ich Schwierigkeiten mit dem QTH. Kreuztal auf jeden Fall ist es, glaube ich, gewesen. Ja, das war der Bello. Dann war der Delta Charlie, der Peter aus, weiß ich nicht, Hamm, ne? Hamm war das, glaube ich. Ne, oder Mal. Na, siehst du, da fängt schon an, weiß ich auch nicht mehr. Und dann hatten wir noch, ne, aus Hamm waren noch jemand anders da. Ich bin, also Robert, da nicht der richtige Ansprechpartner. Wenn ich keinen Stift und kein Zettel vor mir habe, dann kriege ich das nicht auf die Kette. Der ist nämlich ein Wachkoma, glaube ich. Ja, dann ganz, ganz schnell eben, also Robert 62 hier, weil ich den Zettel heute schreibe, also es sei denn, es würde ein anderer machen. Ganz schnell Bello Kreuztal, melde ich mal mit Vornamen. Radio Foxtrot 473 und Kreuztal war richtig. Was, Gevelsberg oder Kreuztal? Achso, ja, 5 und 7 machst du hier in Breckerfeld. Ja, warte, Olli, ich will eben kurz einsammeln. Alles klar, Daniel. Und dann, ich glaube, Peter in Letmathe war es, ne? Genau, richtig. Alles klar, 5 und 9, Peter, wunderbar, ne? So, ja, dann war da noch irgendwer zwischendrin, also außer dem Olle jetzt, der, den ich noch am Zettel schreibe? Co-Pilot war auch noch da. Der Co-Pilot ist schon am Zettel. Rolf, Romeo, Oskar in Witten, ne, auch schönes 5 und 9. Ich bin deswegen jetzt so knapp, weil ich gerade hier den Zettel so ein bisschen vervollständige. Wie gesagt, ich war 3 Minuten außerhalb des Wagens und habe mal eben ISS angeguckt. Das ist ja immer schon beeindruckend, ne, wenn die da so über den Horizont fegt. Ne? Ja, okay. Und dann hat der Olli gerufen, Mikrofon zum Olli nochmal. Nee, das geht nicht, das ist ja nur ein Punkt, ne? Also das kann mit dem Handy schon mal gar nicht. Das dürfte mit einer Kamera vielleicht gehen, aber die bewegt sich ja auch, ne? Also du siehst tendenziell eher einen Strich am Himmel, wenn du das mit dem Stativ fotografierst. Ja, okay, gut. Ja, also wie gesagt, ich habe in meiner Funkzeitung, habe ich spaßeshalber mal die nächsten Überflugzeiten eingetragen. Könnt ihr unter Terminen, könnt ihr das sehen, ne? Morgen kommt sie wieder, ne? Okay, da gab es einen Frequenzwechsel. Habt ihr das schon, seid ihr schon klar, Kevin? Ja, die sind schon weg, alles klar. Ja, dann nehme ich das Break rein und ja, nee, bevor ich das mache, Break, also ganz klar gehört auch. Eben zum Peter, Fliegenfischer, Peter, wie machen wir es? Von mir aus kannst du auch machen und ich bin im Hintergrund und schreib so ein bisschen, können wir uns absprechen. Mikrofon einmal nochmal zum Peter. Nee, Robert, mach ruhig, weil ich habe heute Abend noch Besuch und das geht hier alles nur mit halbem Ohr so ein bisschen, ne? Also ich kriege hier auch schon böse Blicke gerade eben.
Ja, okay. Gut, ja, das habe ich befürchtet. Das, ja, okay, dann ich schreibe einen Zettel weiter. Ich habe schon irgendwie 10, 12, 15 Stationen habe ich hier schon drauf. Und dann mache ich munter weiter, alles klar. Was mir fehlt, ist ein S-Wert von Hermann aus Essen. Den rufe ich ganz kurz. Der ist nicht da, okay, dann das Break bitte. Ja, danke schön, lieber Robert. Hat wieder alles an dir hängen heute Abend, ich höre das schon. Am Mikrofon der Carsten, Station Condor, Standmobil in Sirne. Jo, Carsten, wunderbar, ne? Also ein Radio 5, S-Meter habe ich so schnell nicht geguckt, ne? Jetzt muss ich ja wieder alles gleichzeitig machen, aber das kriegen wir schon hin. Aber es hörte sich wie eine 9 an, komm doch mal. Ja, du machst sogar über 9 hier, ist 9 plus 10 knapp, also ein richtig gutes Signal aus Breckerfeld, wunderbar. Ja, alles klar, du machst auch 9 plus 10, ne? Exakt der gleiche Wert. Ja, aufgebaut hier am Auto, Standfuß da, ne? Diese Konstruktion, 15 Meter GFK-Mast, heute mal gut abgespannt, weil es ein bisschen stürmisch ist hier oben, oder windig, stürmisch ist das falsche Wort, ne? Und eine Gainmaster da dran, ne? Alles klar. Gut, Carsten, dann wünsche ich einen schönen Funkabend. Wir sammeln mal ein paar Stationen. Hier ist die NRW-Runde und ich habe in Essen, wenn ich das richtig gehört habe, die Sabine gehört. Mikrofon nach Essen. Alles klar, Sabine, dir auch einen schönen Abend drüber. Du machst hier Radio 5 S8 oben in Breckerfeld. Wunderbar. Ja, ist schade, dass du Störungen hast. Ne? Das ist ja, man hat ja sonst jetzt irgendwie nichts. Ne? Funken ist ja ein wunderbares Hobby in Corona-Zeiten. Ne? Naja, dann hoffe ich mal, dass vielleicht irgendwie im Laufe des Abends die Störungen noch zurückgehen. Dass ich schreibe Dirk, ne, Latti in, Gladbeck, Herten, Quatsch, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, genau. Jo, alles klar, du machst den 9 plus 10 und natürlich Radio 5. Ja, ich überlege das auch immer, ne? Warum machst du den Aufwand und so? Ne? Ich bin hier auf dem Acker rumgerannt und hab da abgespannt, ne? Dann musst du ja mal gucken, dann stimmt's doch nicht, dann musst du korrigieren, aber ja gut, jetzt steht alles und du hast halt ein bis zwei S-Werte Unterschied, wenn du mit einer Hochantenne arbeitest oder mit einer Mobilantenne, ist so meine Erfahrung, ne? Deswegen macht's einen Riesenspaß. Ja, Dirk, dann dir auch einen schönen Funkabend. Ja, genau, ne? Das macht richtig Spaß, der Standort hier, ne? Wunderbar. Okay, dann habe ich eine Station gehört, die sagte vorhin Break. Diese Station, bitte. Ja, Moment. Adlerstation habe ich irgendwie auch was, keine Ahnung. Also ich habe jetzt erstmal gehört den Hotel Bravo 02 in Hema. Und den rufe ich jetzt nochmal. Also ich kann dich im Prinzip hören, wenn keiner dazwischen spricht, auch mit Radio 5, alles gut. Sagst du mir nochmal deinen Vornamen und vielleicht nochmal, weil ich es noch gar nicht so viel gesagt habe, Robert 62 hier. Hier ist die NRW-Runde. Wir steigen jetzt mal so lustig ein hier. Der Standort ist in Breckerfeld. Das ist bei Hagen oder ganz grob zwischen Köln und Dortmund, so ganz grob gesehen. Mikrofon nach Hema zu Hotel Bravo 02.
Ja, es klappt wunderbar. Du machst Radio 5, S4 hier bei mir, klappt wunderbar. Deinen Vornamen hast du bei mir aber nicht gesagt. Ja, achso, Robert, Robert 62. Ja, hallo Volker, ja, klappt gut aus HEMA, auch wenn du unterkünftig bist. Ich frage mal in der Gegenrichtung, vielleicht hat dich irgendwer gehört, wenn du schon sagst, willst mal probieren, wie weit du rauskommst. Gibt es hier jemanden, der den Volker aus HEMA gerade gehört hat? Ja, ja, gut, okay. Na, also du wirst sonst nicht gehört, Volker, aber gut, ne? Zumindest habe ich dich gehört, ist ja auch schon mal was. Mein Vorname ist Robert, ja genau, Robert 62 im Internet zu finden, auch unter Robert 62 googeln, dann kriegst du auch meine Funkzeitung. Ja, sprechen jetzt viele rein. Also Volker, ich stehe 400 Meter über NN in einer freien Lage ohne Störung, ne? Und deswegen höre ich hier ganz gut. Ne? Ja, und für die Station, also haben sich jetzt viele versuchen, sich jetzt reinzumelden. Das ist einfach der Hinweis, ich stehe ein bisschen länger. Die NRW-Runde läuft locker bis Mitternacht, wahrscheinlich weit bis danach. Und deswegen einfach nochmal probieren, weil im Moment viele gleichzeitig kommen und dann ist das immer so ein wunderbares Durcheinander, ne? Ja, okay, gut. Dann gebe ich das Mikrofon mal an das Geburtstagskind, der Manni in Gelsenkirchen. Den habe ich gehört, auch mit Radio 5. Manni, nochmal herzlichen Glückwunsch offiziell. Mikrofon zu dir. Volker, kannst du mich hören? Gevelsberg, Wetter an der Ruhr. Ich wollte nur kurz bestätigt haben, da alles klar, Volker. 73 zu dir. Alles klar. Ja, Moment. Jetzt, also, ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren. Manni, du wirst gehört, aber der Volker spricht noch und der Michael oder irgendwer. Die Station, die gerade mit Volker gesprochen hat, ich gebe das Mikrofon nochmal an Volker. Vereinbart mal eben eine Frequenz, wo ihr wechselt, dann könnt ihr nochmal kurz einen Check machen. Volker, Mikrofon zu dir. Jojo. Alles klar, die beiden sind jetzt einen Kanal höher. So, und dann probiere ich es nochmal. Es klappt immer dann, wenn alle die Füße stillhalten, wie immer. Ich probiere es nochmal zum Geburtstagskind. Manni in Gelsenkirchen, ich kann dich klar hören, ist überhaupt kein Problem. Es sei denn, jemand spricht dazwischen. Manni, Mikrofon nochmal zu dir. Hat doch wunderbar geklappt. Ja, Manni, du machst hier Radio 5, S4, auch wunderbar, kommst hier gut oben in Gevelsberg an, ne? In Gevelsberg, jetzt bin ich hier selbst schon durcheinander, in Breckerfeld, so, genau. Alles klar, Manni, aber hier sind ganz viele, deswegen mache ich mal flott weiter und sammle noch mal ein bisschen ein und für immer noch mal der Hinweis, wenn es Wünsche gibt, Querverbindungen, ich will mal was probieren. Wir hatten vorhin die Niederlande schon dran, der Mike aus Lichtenforde oder so. Einfach, wenn es da Wünsche gibt, einfach mal kundtun. Und ich versuche auch solche Verbindungen möglich zu machen. Oder eben Frequenzwechsel auch. Einfach Bescheid sagen, dann vermitteln wir einen kurzen Frequenzwechsel. So, Mikrofon frei für die NRW-Runde. Wer möchte? Ja, also Haltern ist gehört mit 5 und 7, dann Mikrofon nach Haltern. Ja, okay, einen Moment eben. Ich will eben mit dem Stefan kurz zu Ende. Stefan in Haltern, 5 und 7, alles gut. 13, Delta, Charlie und dann die Nummer nochmal.
Alles klar, ja, 5 Uhr 7, wunderbar. Schöne Modulation auch, ne? Alles, also offensichtlich alles richtig gemacht, den Alter, ne? Wer hat mich da gerade gerufen? Irgendeine andere Station hat gesagt, Robert, der wollte unbedingt dazwischen. Bitteschön, wer hat mich da gerade gerufen? Ja, gut, aber das im Moment kriege ich es nicht mit. Ich weiß, dass der sendet. Ne? Ich habe in der Funkbasis das auch gelesen. Ich würde es im Laufe des Abends mal probieren, aber im Moment stapeln sich die Stationen so hintereinander weg. Und deswegen, weil so viele rein wollen, will ich erstmal ein paar reinlassen. Ne? Und also wenn ich ihn höre, dann höre ich ihn mit S0 und er mich auch. Und das geht sowieso nur, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Das ist sicherlich jetzt im Moment nicht so der Fall. Aber nochmal danke für den Hinweis. Ne? Alles klar, dann, ja, Robert 62, hier Standort Breckerfeld, hier ist die NRW-Runde. Bitte schön, wer möchte? So, ich habe eben was mit Gerdring gehört und Breckerfeld gleichzeitig. Die Station, die gesagt hat, Breckerfeld. Bitte schön. Mein Gott, ne? Also wie gut, dass ich sitze, sonst wäre ich jetzt umgefallen, ne? Ja, ich begrüße den Rainer, die Eifelsau, das NRW-Runden-Urgestein. Ich glaube, du bist der Gründer dieser Runde, wenn ich das so richtig weiß. Oder einer der Gründer, das weiß ich jetzt nicht. Mikrofon zu dir, Rainer. Super, Rainer. Ne? Wir versuchen auch gleich mal eine Verbindung zu dir zu machen. Als Standort trage ich einen Maria Laach. Ist das okay? Alles klar. Laacher See in der Eifel mit 2a, wenn ich das richtig weiß. Ne? Ja, kurz gefragt, richtig geschrieben? Und Rainer mit AI. Wunderbar, dass wir das geklärt haben. So, dann frage ich jetzt mal, hallo Nordrhein-Westfalen, wir haben den Rainer, die Eifelsau. Wenn ihr in der Funkbasis guckt, ich glaube, die erste Eintragung in der Funkbasis zur NRW-Runde kommt von ihm. Ich freue mich total, Rainer, dass du dabei bist. Und jetzt meine Frage nach NRW, wer kann den Rainer hören? Haut mal rein für den Rainer, meldet euch mal mit Rufzeichen. Niemand. Ja, ich habe jetzt zwei gehört, den Komparsen aus Arnsberg. Ja, Rainer, dann hau mal ran für den Komparsen und dann anschließend den Schneemann. Komm, Rainer, bitte für den Komparsen. Reinhard, Radio 5 und Santiago 5 hier in Gebelsberg, Wetter an der Ruhr. Der verlorene Sohn, ich glaub's ja nicht. Ja, Rainer, aber mach du mal ruhig ein bisschen weiter. Also die hören dich wohl alle selbst, da muss ich gar nicht mehr vermitteln. Du wirst offensichtlich sehr, sehr gut gehört. Deswegen paar die Station mal für den Rainer. Dann Peter, einen Moment noch zurückhalten, weil der Schneemann war vorher. Erst den Schneemann für den Rainer und dann mach du mal für einen Moment weiter. Ich schreibe einfach locker mit und erst den Schneemann und dann den Peter Fliegenfischer. So, Schneemann bitte.
Ja, ich sag's ja. Grüß dich, Rainer. Und Rainer, du stehst hier bei mir in Gevelsberg, Wetter an der Ruhr. Santiago 5 und das Radio 5. Ich hoffe, die ist bei dir angekommen, ja? Ja, ja, so hat der Kollege sich dann auch geäußert, hör mal. Du machst bei mir jetzt 10 über die 9 und voller Radio 5. Und vom Roten Baron, ja, ich weiß, er hatte da irgendwelche Touren vor, die auch in unsere Richtung eventuell funktionieren könnten, aber hier ist noch nichts angekommen, ne? Wieder zurück da oben zur Kopfstation. Robert, schnapp mal wieder. Robert, bitte.